Freunde, herzlich willkommen zurück zu Minecraft Story Mode. Wir haben zum letzten Mal beide Episode geendet und jetzt sehen wir, was es nächstes Mal geben wird. On Minecraft Story Mode. In pursuit of answers, all our heroes found in Sauron's armory was deceit and treachery. Locked in a dark chamber deep in Sauron's mountain, as the Order of the Stone rides off towards near certain doom, our heroes must ask themselves, would they find a way out of this dark tomb? Is there any way to cure Gabriel's wither sickness? Would they find a way to defeat the wither storm? Or will they remain trapped? Im End! Die gehen ins End! Ravenous rampage across the entire world? Wow, der Sound ist echt verzögert. Only time will tell. Ja gut, also, genau. Okay. Okay. Ah, wir haben den Tempel nachts verlassen. War keine so gute Idee, muss ich sagen. Aber ganz okay. Die skippen wir einfach mal die Creditos und dann geht es in die dritte Episode am allerletzten Ort. Let's go! Was erwartet uns? Previously on Minecraft Story. Ah, wir kriegen noch eine Zusammenfassung. It is said that within every loss, every challenge, Lucas! And every failure. There is a gift. Wen haben wir eigentlich gerettet? Wir haben Gabriel gerettet? Ernsthaft? When beloved friends are lost. Stimmt, Petra hat jetzt Lucas gehalten und dann haben wir... We find new ones in our heroes. Ja gut, war nicht so eine gute Idee. When faced with a mind-bending problem, we find a way to rise to the occasion. Der hat so coole Animationen. And when our band of unlikely adventurers are tasked with saving the world from the coming storm, they will bring together the bravest and the brightest to stop it. But finding the last and most elusive member of the Order of the Stone and his legendary Formidabomb would prove their most perilous mission yet. Da haben wir uns episch geduckt in der letzten Folge. For some would rather our hero's story end here. Da war der Geschwindigkeitsverlust Trank. Und wir konnten uns alle nicht bewegen. Their adventure forever. But like all doors, when one closes, another is bound to open. Genau, und an der Stelle haben wir das letzte Mal aufgehört. Und wie es weitergeht, das sehen wir endlich jetzt. Stop him! Dafür wirst du bezahlen. You pay for this. Okay. Watch it. You're out of the way. Ah! Wenn der Trank einfach aufhört zu wirken. Das war weird. That was weird. Definitely. Everything feels really fast now. I said that really fast, didn't I? Ugh. I'm kidding. Yes, you said really fast that you speak really fast and everything is really fast. We need to find Sauron. Yeah. Okay. Wir müssen Sauron finden. Der Meinung bin ich auch. Wollen wir Sauron finden? Dann drückt jetzt auf den Like, wenn euch die Folge gefällt. Maybe we should focus more on how it opens. That's basically what I said. Guys. Sure. Maybe it was a pressure plate.
How did Ivor manage to beat you? Sometimes you lose the battle so that you can win the war. Ja klar, aber trotzdem. That doesn't make sense for this. I'll be honest, I was hoping you wouldn't notice. Not be frightened or alarmed. But it's getting worse. Du wirst es den anderen sagen. Your friends? No, that's a bad idea. Die hören euch auch nicht, die stehen ja auch nicht direkt hinter euch. And we can't afford that right now. Ja gut. When the time comes, I'll share it with those that wish to know. Du bist tot, bevor du es denen erzählen kannst. Erzähl's ihnen lieber jetzt. Lieber jetzt als zu spät, nachher so. Hey guys, merkt euch das fürs Leben, I have an Leute. Idea. Okay. Magnus, help! Well, all right, but I have another idea. Is it yelling for Illigard? Well, not anymore. They're not coming back. Genau das dachte ich mir auch. Where they are. Lass den Kopf nicht hängen. Desperation. As long as we have this. Flint and steel? I don't get it. It's not, that's not what I meant to pull out. Hold on. This! Their colors are fading. They are moving away from us. Here, let me see it. Maybe you're just holding it wrong. Or... maybe you just have to... Was soll das, hä? Do you mind? I just want to see it. You can see it without touching. What if you can't get it to work? It's working fine. Oh! Es leuchtet. Thorin is in the near. Let's go. Thorin. Why, indeed it is. Hurry, Jesse. Find him. Das hatte ich vor. Hier oder nicht? Hier ist heller geworden. This is the spot. It has to be. Maybe. Es wird arg hell. This is definitely it. Get ready to dig, people. Who knows how far down that goes? We might end up digging until we hit bedrock. Guys, we're not really. Hat jemand die bessere Idee? Anyone else have a better plan? Da also, dann lass es so machen, wie ich es will. I just need it. Hi, go! Er haut den Block einfach mit der Hand kaputt. Wobei, das geht ja auch im echten Minecraft, aber das ist irgendwie ein bisschen unrealistisch. Und so würde ich auch gerne im echten Spiel bauen können. Es wird immer heller. Und da unten ist Boden. Also halt, da ist ein Loch und da ist dann Boden. Ich glaube, da sollten wir runterhüpfen. It's a hole. Nein, was? Echt? Does that mean we're cool? Ja, Ansichtssache. I'll find out. I guess that makes sense. Lass das Amulett fallen. Spring da nicht runter. Du kannst nicht random in irgendein Loch springen. Cool. That would have been bad. Bad. Wegen Fledermaus und schlecht. Guys, get a move on. Der war echt schlecht, der Witz. Aber der war witzig. Doch, ich muss sagen, er war witzig. Bad. Die Fledermaus fliegt hoch. Ah, it's not bad at all. Oder was auch immer er genau gesagt hat. This could be bad. Wie auch immer, aber war witzig. Everyone okay? Just slipped. Du wirst sowas von sterben. Gabriel. Gabriel. Du bist der Beste von allen. Poop. It's slipped on. Aha. Schumer. Ah. Den finde ich witzig. Way, Jesse. Ja, ich hatte ich vor. Schließlich sind wir der Main Character. Character des Games. Hier hätte ich gesagt, wir gehen vor. Und warum sind das nur 30 FPS? Ich kümmere mich gleich darum, aber das ist ein bisschen wenig. Normalerweise läuft das in 60, oder? Ich gucke in den anderen Aufnahmen. Was ist das? An die Stelle kann ich mich erinnern. Boah, Kamerafahrt. Boah, Kamera. Whoa.
have to get out of here. What? We have to get out of here. We just got here. You don't understand. This is a grinder. Oh. They're meant to kill monsters. Trouble is, das sieht gar nicht gut aus. Das sieht überhaupt nicht gut aus. But there should be a loot room down there, right? Oh, das ist arg laut. Not all bad. Sorry. So. Warum sind Creeper so laut? Oh man. So we back in the mine. Got our pickaxe swinging from side. Ich habe keine Pfeile mehr. Side, side to side. Presumably you'll have to find some diamonds tonight. Night, night. Diamonds tonight. Hands up. Ich kann nicht singen, ich weiß. He's right down. Oh! Nein, nein! Es hat gespeichert irgendwas. Ich hab's nicht gegettet. No! Bitte geh nicht. Nein, nein, nein. Bitte, bitte, bitte. Du liegst da schon noch, oder? Wir dürfen das nicht verlieren, sonst finden wir Soren nicht. Okay, es liegt. Aber richtig, richtig knapp. Da holen wir es doch schnell. Ja. Ping, kein Problem. Tatl Games present. Okay, jetzt geht die Episode richtig los, okay. Jetzt kommt wieder epische Szenen. Die gönne ich mir. This one's mine. Und bam. Minecraft Story Mode. Komm, weg da. Eine Geschichte von Michael Chang und Stephen irgendwas. McKing? Oh! Wir sehen uns. Ich. Let's Bock. Ja, ich auch eigentlich so. Persönlich. Wow. Okay, zielen müssen wir wieder zielen. Nein! Oh, runter, runter, runter. Hey, Bonehead, I'm talking to you. Any time now, Jesse. Und da ist er weg. Die Umgebung ist von Jeff Parrott. Finde ich witzig. Das ist ein cooler Name. Jeff Parrott. Er ist einfach Papagei. Wow. Die Spinne ist einfach angesprungen. Ja, jetzt fliegt sie da runter. Pech gehabt. Oh, da sind aber noch ein paar andere. Finde ich jetzt nicht so toll. Lauf, Jesse, lauf. Warum muss ich die weghauen? Ich bin schon dabei zu spammen. Hold on! Oh! Wow. Okay, wir haben's. We're back. Das Ganze ist sehr laut in der Höhle. Scott Hammack. Ich weiß nicht, ob das bei euch auch so laut ist. Aber mir hilft die Kopfhörer, das ist ja... Gabriel, behind you! Y! Oh, wir machen das alles kaputt. Die Programmierung. Der hat beim letzten Mal nicht so einen guten Job gemacht. Lucas ist einfach unsichtbar geworden. Mal Magic. Das war so knapp. Ich sollte mich darauf konzentrieren, das Game zu spielen und nicht in die Kamera zu lächeln. Incoming. Ja, das holen wir uns. Ist das nicht woanders gelandet bei diesem Blau?
Ist das etwa ein Game-Fehler? Nein, 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 nein! Uhuhu. Das ist knapp. Amulett sichern. Nee. Oh, 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 oh. B, 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 B. Y. Komm, 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 lauf, 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 lauf. Huhu, wir haben's. Okay, safe, safe, safe. Safe to go. Ciao. Nein, wir fallen. Oh. Der explodiert den Weg frei, dass wir durchfallen können. Das gut durchdachte System. Hey, schlaue Idee. Oh, unter Wasser die Musik. Ich liebe Unterwassermusik. Oh, oh. Die ist so entspannt. Wie es jetzt aber weitergeht, ob wir das Ganze überleben, sehen wir beim nächsten Mal. Wenn es euch gefallen hat, zeigt das gerne mit einer positiven Bewertung. Bis dann, Leute, und ciao.